ist der Ruheraum. Das ist ein gesetzliches Wildschutzgebiet, wo absolutes Betretungsverbot herrscht. Ist ein sehr sensibler Bereich. Und ich sage jetzt mal so, 90% halten sie dran. Aber die 10% sind halt einfach in so einem sensiblen Bereich auch noch zu viel. Und da kann man nur appellieren an die Leute, dass sie sich dran halten und bitte ein bisschen Rücksicht nehmen. Das Wild geht in einen Stoffwechsel tief. Das fällt seinen Stoffwechsel runter. Das ist ja auch, geht ja ums Überleben bei denen. Und deswegen, das kann zur Flucht, wenn die da irgendwo aufgescheucht werden, wenn sie da am Tag sind, in ihrem Einstand oben, dann kann das tatsächlich auch den Tod bedeuten, wenn die so von 0 auf 200 müssen. Es ist in gewissen Apps, wenn ich mal eine Tour gehe, die lustig ist oder nett ist, dann kann ich die veröffentlichen und dann kann jeder, der Lust hat, die Tour gehen. Und das ist, wenn der durch so ein sensibles Gebiet geht, ist halt einfach absolut katastrophal fürs Wild. Also wir füttern bei uns an der Futterung ein reines Erhaltungsfutter. Das heißt Silo, Heu, das ist das Futter, was wir füttern. Dann kriegen sie jeden Tag einen Schubkarren voll Apfeldresden noch. Also die, bevor sie verhungern, die schälen Bäume, suchen sie irgendwas, gehen an irgendwelche Siloballen, machen irgendwelche Versuche, dass sie noch irgendwas zu fressen finden. Aber das ist ja der Sinn der Sache.